Hallo liebe Spielefreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Review auf gamersglobal.de. Heute möchten wir euch das Indie-First-Person-Puzzler-Spiel The Turing Test vorstellen. Darin schlüpft ihr in die Rolle von Ava Turing, die ihr hier im Bild sehen könnt. Sie kann nämlich später auch Kameras übernehmen und von dort aus die Umgebung manipulieren, zumindest bestimmte Teile davon. Im Spiel landen wir auf einem der Jupitermonde und sollen für die KI Tom herausfinden, was mit der Belegschaft geschehen ist. Als wir dort ankommen, entdecken wir, dass der Komplex aus einer Reihe von Rätselräumen bestellt, die eben den sogenannten Turing-Test ausmachen. Natürlich müssen wir diese Rätselräume lösen und erfahren zwischendrin im Dialog, aber auch in Handlungsabschnitten, wobei wir auch Audio- und Textlogs von der Besatzung finden, was sich genau dort zugetragen hat. Damit wollen wir es bezogen auf die Story allerdings auch belassen und uns viel lieber mit der größten Stärke des Spiels beschäftigen, nämlich dem Rätseldesign. Kernelement ist hier diese Kanone, die Ava bei sich trägt, mit der sie an bestimmten Knotenpunkten Energiezellen aufsammeln kann. Die gibt es in verschiedenen Farben und sie sorgen dann für eine unterschiedliche Art der Stromversorgung. Die blauen beispielsweise machen es dauerhaft, die grünen wiederum setzen zwischendrin immer wieder aus, wodurch hier die Türen auf- und zuklappen. Aber das sind natürlich noch nicht alle Varianten dieser Stromkugeln, die wir im Laufe des Abenteuers in den zunehmend komplexeren Rätseln einsetzen müssen. Alternativ zum Schießen der Energiezellen können wir auch hier diese Klötze einsammeln und sie in Wänden einsetzen. Und wir müssen dann entsprechend hier und da auch mal Hebel umlegen, um die Energieversorgung umzuleiten. Konkret geht es eigentlich immer nur darum, dass wir den Ausgang finden und dann gegebenenfalls dort auch die Ausgangstür mit ausreichend Strom versorgen. Allerdings müssen wir hier eben darauf achten, wo wir den Klotz anbringen oder wo wir die Energie drauf verschießen, um in der Lage zu sein, genügend Kugeln oder sonstige Energiequellen eben bei uns zu haben. Das klingt nach einem simplen Prinzip, aber die Entwickler von Bulkhead Interactive nutzen das trotzdem für anspruchsvolle Rätsel. In diesem Fall hier müssen wir dann eben auch immer darauf achten, wo wir was anbringen, damit wir überhaupt in der Lage sind, hier über diese Lichtbrücke zu schreiten. Das heißt, wir setzen hier den Klotz nochmal ab, die Energiezelle können wir entfernen, weil wir die Brücke nicht brauchen, gehen jetzt mit dem Klotz hinüber. So, den können wir ablegen und jetzt da unten von der anderen Brücke auch die Energie noch gleich mitnehmen und über die neu aktivierte Brücke hinübergehen. Hier oben in diese Durchgangstür müssen wir natürlich den Klotz anbringen, weil wir gar nicht mehr in der Lage wären, später die Energie nochmal mit unserer Kanone abzusaugen. So, und jetzt aktivieren wir hier oben nochmal beide Brücken und können schließlich bis zum Ausgang durchgehen und von hier aus dann eben auch problemlos nochmal die beiden Energiezellen einsaugen und sie schließlich auf den Ausgang anwenden. Das Wichtigste bei den Rätseln ist aber, dass sie nicht nur gut sind, sondern auch immer logisch. Das heißt, auch in den Situationen, wo wir mal nicht direkt die richtige Idee hatten, da war uns später klar, wo unser Denkfehler gelegen hat. Direkte Hinweise auf die Lösung im jeweiligen Rätselraum werdet ihr im Spiel nicht erhalten. Das ist aber auch gar nicht notwendig. Zum einen eben, weil die Rätsel alle logisch sind und zum anderen, weil auch sämtliche neuen Elemente von den Entwicklern sorgsam in einer etwas simpleren Variante zunächst eingeführt werden, bevor ihr sie dann bei den komplexeren Aufgaben einsetzen müsst. Und wir möchten euch natürlich auch dafür noch ein kleines Beispiel geben. Und zwar sehen wir hier als neues eingeführtes Element diese Energielinie hier, die wir unterbrechen müssen in dem Fall, damit die Tür aufgeht. Da wir natürlich schlecht da stehen bleiben können und gleichzeitig durch die Tür gehen, müssen wir hier einfach eine kleine Barriere errichten. Und das geht natürlich nur, indem wir gleich mehrere Würfel bei uns behalten. Also müssen wir die Energie aus dem Nebenraum absaugen und sie hier zum Öffnen dieser Tür dort einpflanzen und den zweiten Container hier auf den anderen stellen. Tada, und schon sind wir durch. Ava kann übrigens auch rennen und springen, wenn auch nicht allzu hoch. Das dürft ihr allerdings nicht tun, wenn ihr einen solchen Klotz hier in der Hand haltet, weil das natürlich ansonsten die Rätsel ein bisschen kaputt machen würde. Großartig Geschicklichkeit oder Schnelligkeit ist allerdings nur sehr selten erforderlich. Zum Beispiel, wenn wir hier diesen kleinen Hüpfer auf die Lichtbrücke wagen müssen.
Anders gesagt, so gut wie jede Aufgabe im Spiel ist reine Kopfsache. Das heißt, ihr müsst einfach auf die richtige Lösung kommen. Zum Beispiel hier in diesem Fall, wie sollen wir es nur hinkriegen, diese beiden Klötze hier im richtigen Moment auf die Druckplatten am Boden zu befördern. Ihr werdet es herausfinden. The Turing Test ist ein richtig starker First-Person-Puzzler geworden, der sich selbst hinter Größen wie Portal nicht verstecken muss. Es gibt zwar auch Story und dabei kommt durchaus Atmosphäre auf, allerdings ist das eher ein Bonus für die, die daran überhaupt interessiert sind, denn der Turing-Test macht vor allem eben aufgrund der Rätsel Spaß oder wer eben nur darauf abzielt, der kann die Story einfach ignorieren und wird dennoch voll auf seine Kosten kommen. Auch wenn ihr also zum Beispiel nicht so gut Englisch können solltet, deutsche Untertitel gibt es nämlich leider nicht im Spiel, müsst ihr euch keine Gedanken machen, denn auch so werdet ihr den Turing-Test ohne Probleme spielen und genießen können. Uns hat der Turing-Test jedenfalls richtig viel Spaß gemacht und wir können es nur jedem Genre-Fan wärmstens ans Herz legen. Und das nicht nur aufgrund des fairen Preises, der für die ungefähr 6-7 Stunden Spielzeit, wenn ihr alle optionalen Inhalte mitnehmt, seid ihr vielleicht noch ein bisschen länger beschäftigt, mit 20 Euro alles andere als überbepreist ist. Alle weiteren aktuellen Infos sowie unseren großen Testbericht zum aktuell für PC und Xbox One verfügbaren The Turing Test findet ihr wie üblich auf gamersglobal.de.